Okay. Okidoki. Ich lade jetzt das andere wieder im Hintergrund hoch. Dadurch fuckt zwar ein bisschen die Performance runter, aber das macht nichts. Im Video kann man das so oder so nicht sehen. Ich habe gerade irgendwas Cooles gemacht. Alles klar. Auf SCRG kannst du so ein Schild raushauen. Mit denen du dann zuschlagen kannst. Alles klar, und zwar so oft wie du willst. Das ist immer geil. Ich wusste es gar nicht. Ja, okay. Unser Ziel ist es jetzt hier halt diese. Mission hier zu erledigen. Was ehrlich gesagt eine Weile dauert. Ey, was geht hier ab, Mann? Lebst du hier, Bro? Hm? Boah, hier sollte man vielleicht jetzt nicht gerade abhängen. Server schließt in 2 Stunden. Ne? Den Bug gab's in der VIP-Demo auch schon. Laber nicht, zieh dir mal rein, wie viele Ressourcen hier sind. What the actually fuck? Wo ist denn das hier? Hier. Wie willst du kämpfen? Überlegt euch das zweimal jetzt, zeig mal, ich bin keine Gefangene. Ich glaube, du, jeder Freispielserver ist nur ein paar Stunden offen. Meine Theorie. Krass ist, während ich nach den Ereignissen suche, kann ich hier noch übelst abfarmen, Mann, nebenbei. Was für geile Scheiße ist das denn, Mann? Na, was haben wir denn hier, Mann? Hast du mich gerade geschlagen, du Arschloch? Oh mein Gott. Niemals die Nachladedinger unterbrechen. Weißt du was, wir probieren jetzt mal das Schild aus. Alles klar. What the fuck? Das ist ja mal cool, alles klar. Also ich habe hier einen Turm vernichtet und so ein Ding, aber hier war gar nichts. Okay. Hier ist noch ein Turm, hörst du? Wo bist du, Sack? Hä? Wo versteckst du dich, du kleiner Penner? Oh, alles klar. Die sind gerade einfach verschwunden, Mann. Die spielen mich gerade zum Mom oder was? Hey, lass uns hier mal reingehen und schauen, ob das ein Ding-Ereignis ist, ein Weltereignis. Genau deshalb spiele ich hier auf einfach, Mann. Ich wusste, dass ich die ganze Zeit alleine bin. Auf schwer ganz allein. Oh, grafikmäßig sieht sie drin aber bombig aus, Alter.
Auf Einzelschuss ist die Waffe viel effizienter. Hey, ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich die jetzt so mit Effekt mache, bekomme ich zwei Sachen fast immer. Aber das ist wie aufgeklebt. Schau dir das mal an. Die nennt es lebendige Umwelt. Zieh das mal rein. Das Blatt bewegt sich keinen Millimeter. Nichts davon. Ist einfach nur rangeklebt. Verborgene Botschaften ist es. Also eine von 10. Jetzt wird man hier alle 5 Sekunden zugespammt. Warte mal, ist das überhaupt ein Feind? Also ich habe sie jetzt mal umgebracht, just in case, aber... Keine Ahnung, Mann. So wirklich bedrohlich kam dem jetzt nicht rüber. Genau so muss man das Spiel spielen, Mann. Verstehst du? Genieß, nicht durchrushen, ne? Jetzt hat es, ich habe mich schon gewundert, das erste war eine Granate. Zimmer doch voll drauf, die Waffe ist voll ungenau, wenn du voll drauf zimmerst. Aber wenn du Einzelschuss schießt, wird sie viel genauer. Also treffen viel mehr Schüsse. Ja, okay, ich hole mir jetzt mal diesen Arschloch da. Diesen Wichser dort oben. Wo ist der jetzt hier? Hör auf, vor mir wegzulaufen. Sag mal, was ist denn dein Problem hier? Artillerie. Laber nicht. Lol, das macht sogar voll Damage, Mann. Weißt du was, die bringe ich jetzt alle so um. Ja, okay, genug gespielt.
Das ist so eine behinderte Scheiße, Mann. Der hört einfach zu schießen auf, immer. Wenn er einen kleinen Kratzer kriegt, jedes Mal derselbe Scheiß. Sag mal. Ich werde den so nicht knacken, Mann. Vergiss es. Nur wie soll ich das jetzt machen, Mann? Ich krieg seine Schilder auch nicht runter, so. Soll ich meine Ulti gegen den benutzen? Eigentlich keinen Bock drauf. Ach, scheiße. Scheint aber nicht so, als hätte ich eine Wahl. Wo ist denn der jetzt auf einmal? Wo der fuck ist er hin? Diese Freelancer sind echt gut, die benutzen nur noch Storms. Oder Rangers, eins von beiden, ich hab keine Ahnung. Okay, Mann, wo geht's denn jetzt weiter? Ich schätze mal, ich muss hier lang. Hört ihr dieses komische Störgeräusch? Ich hätte euch gerade fast weggeboostet, Mann. Ihr kleinen Hosenscheiße hier. Alles klar, Mann. Aber wie viel Beute es hier zu holen geht. Ja, hau mir ab, Alter. Jetzt schauen wir mal, ob die eigentlich Feinde sind. Hallo? Alles klar. Weiß ich Bescheid. Die Waffe ist amazing, aber die ist einfach nur zum Kotzen. Weil sie ewig lange braucht. Sie braucht 3, 4, 5 Sekunden lang, bis sie überhaupt schießen kann. Ich habe 2 von 10 von diesen goldenen leuchtenden Dingern. Meint ihr, dass hier 10 Stück allein in dem hier sind, oder was?
Jo, was geht ab? Ich hasse, dass man immer aufhört zu schießen, nur weil man getroffen wird. Das pisst extremst an, Mann. Ja, okay, die beiden krieg ich so nicht. Das ist so für'n Arsch, Alter. Sag mal. Jedes Mal rein, das ist doch nicht euer scheiß Ernst jetzt hier jedes Mal. Meine Fresse, Alter. Das ist nur einer von diesen kleinen Pissern. Okay, dann kümmere ich mich jetzt mal um die andere Missgeburt hier. Der richtig nervige ist nämlich dieser Mutterficker hier. Den umzubringen wird nicht so lustig. Das größte Problem sind nämlich seine Schilde. Die sind super strong, Mann. Die Scheißteile kriegt man einfach nicht runter.
Ja, das ist jetzt tatsächlich ein Problem. Scheinbar sind ja echt 10 von diesen Dingern drinnen. Das wird ein bisschen schwierig, die zu finden. Ja. Nein, jetzt mal ganz kurz. Hey Mann, hier gab's nicht mal einen Endgegner oder so. Und hier kann man schon raus. Aber kein Scheiß jetzt. Ja, okay, da kann man wohl nichts machen, Mann. Boah, das war ja mal scheißboring, Alter. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst, Mann. Weltereignisse. Oh Mann, ey. Ich habe irgendwas verpasst, glaube ich, da drinnen. Obwohl da eigentlich zwei gute Bosse drin waren, Mann. Weißt du was, wir killen jetzt mal eins von diesen Tieren da. Alles klar, die werfen nicht mal Ressourcen ab, also gibt keinen Grund, die umzubringen. Ich wollte nur mal schauen. Na, wenn das mal nicht ein Weltereignis ist. So. Hat das Scheißding mich gerade verfolgt? Es gibt hier einen Trick, wenn man die töten kann. Das ist so wie mit all den anderen... Fix. Das ist so wie mit all den anderen Gegnern auch. Versteckst dich so, dass er dich nur noch ein bisschen sehen kannst und dann fotzt ihn weg. Easy, Alter. Alles klar. Oh, Scheiße. Ich wollte nur mal gucken, ob er mich so treffen kann. Weltereignis. Das nervt ein bisschen.
manchmal braucht das Ding einfach zu lange, um zu fliegen. Ich warte jetzt mal kurz, bis die andere Ulti wieder da ist. Aber nicht, das war ein guter Treffer, Mann. So kannst du jedes Bossmonster hier besiegen in dem Spiel. Du ziehst dich an den Punkt zurück, wo die nicht hin können und dann von da aus greifst du dann an. Super easy, Mann. Aber das gilt nicht als Weltereignis. Du verarsch mich doch jetzt. Dude, ich dachte, das wäre ein Meme. Die Dinger hier zu finden, ist jetzt nicht so die Schwierigkeit, sondern denen ihre ganzen behinderten Missionen zu erledigen. Das ist Anwärter. Vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionärin Artemia, Wächterin der Dämonen. Labe nicht, das war doch das, wo ich gerade... ...verurteilt und für unzulänglich befunden. Ja, unzulänglich mein Arsch, du kleine Schlampe. Jetzt mach hier nicht mal einen auf cool, Mann, okay? Dumme Fotze. Vor allem, weil die eh schon scheiß tot ist, Mann. Hörst du mich? Du bist scheiß tot, Alter. Oh, oh. Okay, tut mir überhaupt nicht leid, Mann. Lern zielen, Mann. Und das soll ein Scharfschütze sein? Ja, okay, scheiß drauf, ich bin jetzt erstmal hier weg, es macht ja keinen Sinn mehr. Zieh das mal ein, ich bin der Einzige noch auf dem ganzen Ding, Mann. Schauen wir mal, wie es lief. Viel gibt's eh nicht im Prime-Spiel. Aber ich konnte echt gute Ressourcen einsammeln. Zumindest gefühlt. Ja, aber ich habe 1700 im Prime-Spiel bekommen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Sentinel Loyalität 1 habe ich bekommen. Laber keinen Scheiß. Oh, zieh dir das mal ein. Die Beute hat sich auf jeden Fall rentiert, Mann. Ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, Mann, glaube ich. Oh mein Gott, ich will mich zwar echt nicht beschweren und so, aber die sind... Ich habe gerade Müll bekommen. Ich habe gerade Müll bekommen, Alter, ganz toll. Obwohl die beiden hier könnten sogar gar nicht so übel sein, glaube ich. Plus 5% Schaden, Mann. Lass mal Schmiede gehen. Boah, ich wusste, dass das ewig dauern wird. Das größte Problem mit diesen Ereignissen ist, dass du die erstmal finden musst. Auf der Map, aber ich weiß schon, wo welche sind. Da fliegen wir jetzt gleich hin danach.
Zieh das mal rein, es hat sich voll rentiert, die freie Nummer hier. Ich habe nur eine Münze bekommen. Wow. Sturzflug hat 67. Dir ist neu. Scheiß auf die, die sind eh alle Müll. Schwere Abschussvorrichtung. Das hier ist das neue, wo ich bekommen habe. Hier zieht es mal ein. Macht 1167 Schaden. Belagerungskanone schwer. Wieso sollte ich dann das hier machen? Ich habe das nämlich schon mal probiert und die verschießen halt dann voll viele Raketen nur. Also halt Mörser, also kannst du flächendeckend was bombardieren, aber der Schaden ist nur 130. Während der Schaden hier 1167 ist, dafür verschwendet man doch nicht seinen Scheiß. Hochexplosiver Mörser. Das ist cool eigentlich, oder nicht? Wow, er hat einen Radius von 30 und einen elektrischer Status von 60. Was die da nicht hinschreiben, ist nämlich, dass diese energiegeladene Spule, die Gegner in einem weiten Wirkungsbereich schockt, ist, dass die um dich rumstehen müssen. Also die müssen wirklich in einem Radius von 2 Metern um dich rumstehen, damit du sie schocken kannst. Du schießt da gar nichts mehr. Feuerwandmörser ist auch für den Arsch. Gott, ich benutze eigentlich schon das Beste. Labo nicht? Boah, aber er will ganz schön geilen Scheiß haben. Aber weißt du was, das mache ich sogar. Ich meine, Dude, Mann. Das macht mein Ding um 400 Damage besser, glaube ich, oder nicht? 1100, 800. Alles klar. Wie sieht's mit dem Ding hier eigentlich aus? Oh, cool, hier. Also, das hier ist eine Belagerungskanone, das hier ist eine Schienenkanone. Zieh das mal rein. 1600 Damage. Okay, scheiß drauf, weißt du was, das stimmt auch noch, ja. Aber zieh die mal rauf, wie hier meine Teile bei drauf gehen, Mann. Nice, nice, nice. Sollen wir mal schauen, ob es eine neue Sturzflugwaffe gibt, Mann. Sturzflugblau-Automatikkanone ist seltener. Labo nicht? Ich bin gerade erst fertig und es gibt schon eine neue Waffe, die mehr Damage macht als meine. What the fuck? Dude. Ja, scheiße, Alter. Ja, wusste ich schon. Seltener Amber fehlt mir. Was ich ehrlich gesagt kurz kaufe einfach. Das kostet 4 Riesen. 2 habe ich gesagt, fehlen mir, oder? Oder waren es 4? Oh shit, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist, wenn man nicht aufpasst, Mann. Und Dinge immer überfliegt. Was geht ab, Chick? Hallo, willkommen zurück bei Onkel Vonnies. Was geht ab? Wir haben neue Waren, die dir gefallen könnten. Okay, das interessiert mich. Was war mit dem Tessila? Okay, du weißt, dass Tessilare super süß sind, die aber einen Stromschlag verpassen können, oder? Okay. Gut. Ich habe also ein paar Freelancer dazu gebracht, mir ein Tessilar-Baby zu fangen. Wie hast du das denn gemacht? Sie schuldeten meinem Onkel Vonnie einen Gefallen. Aber darum geht es nicht. Als ich die Käfigtür öffnete,
war er tot. Das war so traurig und süß. Ich musste ihn einfach zum Abschied umarmen. Aber tatsächlich schlief er nur. Denn er gähnte, öffnete ein Auge und hat mir dann eine verpasst. Wie fühlte sich das an? Als ob man von einer statischen Aufladung eine gewischt bekommt. Mal eine Milliarde. Aber dir geht's gut? Klar. Ich meine, es kribbelt zwar immer mal wieder, aber so langsam kann ich wieder klar sehen. Also ist alles in Ordnung. So geil. Erinnerst du mich an einen Tessilar? Wirklich? Ja, ich glaube, es liegt daran, wie du läufst. Hey, vielleicht solltest du dir unsere schicken Komponenten ansehen, bevor du gehst. Klar. Du weißt, dass du jederzeit vorbeischauen kannst, oder? Du weißt schon, für Handwerkskram oder was auch immer. Die ist mein Favoritencharakter. Ihre Storys sind echt cool, Mann. Die mag ich zur Abwechslung sogar. Außerdem macht sie mir immer den Hof, das schmeichelt mir. Gerade richtig. Wir haben ein paar ausgezeichnete neue Sachen. Ey, brauche ich eigentlich... Hey, wie viele von den Dingern brauche ich denn? Ich hole mir jetzt einfach mal zwei. Genau deshalb nehme ich meine scheiß Zigarettenzeug nicht nämlich hin, Mann. Ich rauche viel zu viel dann. Das nervt. Okay. Hüpfen wir mal schnell in die Schmiede rein. Zu den Check und eine Art, was weiß ich. Und dann haben wir das hier. Sturzflug herstellen, Sturzflug, Bauplan seltener. Ich brauche seltene Emblem, keine epischen. Ich glaube, von den epischen habe ich mittlerweile eine Tonne, Mann. Was habe ich gebraucht? Sack brauche ich? Oh Gott, damit ist nicht dein Ernst. Sieh dir nur dieses Chaos hier an. Man kann sich kaum umdrehen, ohne etwas zu stolpern. Ich brauche seltene, deshalb hat mich das auch gewundert, wieso das so teuer ist. Prinzessin Sim besucht. Die ist echt nett und eine eifrige Käuferin. Ohne Witz? Ja, die ist total behindert, die Alte. Dieses war diese irre Prinzessin, die wollte, dass wir diese Stachel und so Scheiße fressen, diese behinderte Mann. Gott, das höre ich eigentlich klar, wie viel man arbeiten muss, um 1000 von diesen Dingern da zu kassieren. Gott, ey. Geld verdient man in dem Spiel voll schwer. Finde ich, persönlich. Wo ist denn jetzt die neue Waffe hier? Die nervt, ey. Alles klar. Okay. Sturzflut herstellen. Sturzflut. Die Präzision erhöht sich, desto länger man auf einen zielt. Yeah, sure. Boah, mir gehen langsam die Komponenten aus hier. Nice, nice, nice. Okay. Ja, okay, muss ich hier eigentlich irgendwas... Naja, ich muss eigentlich gar nichts machen. Ich muss jetzt die ganze Zeit freies Spiel machen. Ich sag's euch. Ich dachte eigentlich, dass ich das die Runde schaffe, ne? Von wegen. Kann man hier noch irgendwas machen? Na. No. Ich habe auch keine andere Mission an der Backe. Das heißt, man muss immer eins nach dem anderen machen. Ah doch, ich habe eine neue Mission hier. Sollen wir das kurz erledigen? Weißt du was? Scheiß drauf. Wir machen jetzt... Erstmal das hier fertig. Ich brauche noch drei weltliche Events, oder wie man das nennt. Unterm Strich soll ich Leuten den Arsch retten, von mir aus. Es lässt sich aktuell sogar machen. Gott, der
damit, Mann. Das Ding ist schon auf einer SSD, Mann, und braucht 10 Minuten zum Laden. Allianzbeiträge. Die sind so für den Arsch. Du bekommst Peanuts. Nach 9 Stunden oder fast 10 Stunden Spielen bekomme ich 105 Münzen pro Woche. Soll es ein Witz sein, dass ich das Spiel noch in der Woche spielen? Sollen wir in Sachen Legionärsprüfungen vorlegen oder direkt die Grabstätten ansteuern? Also wir machen jetzt erstmal die Prüfungen, Alter. Hier müsste eigentlich ein Event sein, glaube ich. Oder auch nicht. Ist genauso wie in der Battle, Mann. Okay, hier unten müsste ein Event sein. Fast ziemlich sicher. An alle Freelancer in der Gegend. Ja, bitte Hilfe! Javelin-Systeme versagen! Das klang verzweifelt. Das Signal ist nicht weit weg. Ja, ich weiß, Mann, das müsste hier unten sein. Freelancer! Könnte etwas Unterstützung brauchen! Ja, entspann dich. Du meinst, wenn wir die Typen finden überhaupt? Wo ist denn der? Oh Gott, ich sehe schon. Hier müssen schwere Geschütze haben. Zieh dir das mal rein, Mann. Das ist ja ein richtiges Geschenk jetzt, wo ich das ganze Zeug aufgegeben habe, Mann. Nice, nice, nice. Nur wo ist denn der? Wo braucht der meine Hilfe? Star-Verstärkung. Oh, wie OP das Ding ist, Mann. Ich liebe es, Alter. Ohne Scheiß. Friss das, Motherfucker. Boah, die Ranch ist echt beschissen, aber. Durchhalten! Wir sind noch nicht fertig! Und was zum Teufel labert der da? Ich meine, ich bin hier, glaube ich, der Einzige, der hier kennt. Ey, kann mir einer von euch mal Ammo droppen, Jungs? Das wäre echt super nett. Danke, Mann. Das war echt super nett von dir. Feuerwerfer, Flammenwerfer, meine ich. Okay, warte mal. Zuerst mal packen wir das kleine Gemüse weg. Und dann kümmern wir uns um das größte Gemüse. Das ist ein mächtiger Scar. Nicht nachgeben. Wir kriegen das hin. Was jammert denn hier so, Mann? Laber nicht, er ist eiskalt stehen geblieben, damit ich ihn besser fisten kann. Nicht aktuell gar nicht mal so übel. Boah, das wird wehtun.
Das ist echt heftig, wie die Schilde sogar Ultras, Ultis aufhalten. Ne? Ist erledigt. Das war ein Kampf. Gut gemacht. Ja, du hast alles gar erledigt. Weltereignis, nice. Alles klar. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch zwei Stück. Alles klar. Das Ding ist, ich glaube, ich kenne noch ein Weltereignis jetzt. Und es müsste sein, was geht ab, ihr kleinen Ratten, ne? Keine Ahnung, was das ist, aber ich glaube, das ist was Cooles, was ich gerade gefunden habe. Okay. Soviel ich weiß, müsste das nächste Ereignis irgendwo dort unten sein. Ich kenne die halt noch aus der Beta, ne? Mal eine Runde abkühlen. Scheiße, hier ist kein Ereignis. Was mache ich denn jetzt? Hier sind nur jede Menge von diesen Viechern, Mann. Scheiße, ein Sniper, die sind übel. Machen super viel Damage. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich einfach runtergehe. Holy shit. Okay, jetzt bist du fertig, du Arschloch. What the actually fuck, Alter? Eins von diesen Viechern hier. Die schlägt man am besten tot. Alles andere ist echt Munitionsverschwendung. Ohne Witz, es hat überhaupt nicht weh. Meine Ammo ist schon wieder leer. Hast du gesehen, wie scheiß groß das Vieh war? Ja, holy fuck, Alter. Switchen, das Ding nehmen, da musst du nicht nachladen. Das Ding ist, die Nummer hier ist nicht mal ein Weltereignis, das ist eigentlich gar nicht.
Okay, ich habe das Ding hier geradet und es hat mir absolut gar nichts gebracht. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich empfange eine große Welle an Gestalterenergie, der Ursprung nicht weit entfernt. Alles klar. Vorsicht, stürmt in diese Richtung. Der wird sich nicht leicht unterkriegen lassen. Viel Glück da draußen. Keine Panik, Mann, das ist easy peasy aktuell. Laber nicht! Wir sind die Fragmente und bring sie zurück zum Gestalterrelikt. Mit etwas Glück können wir es damit ein... Muss bei denen aufpassen, der liegt jetzt mit Stein zu werfen. Schaut euch mal die Grafikbank an, seht ihr die gelben hier? Das war schon in der VIP-Beta so, Mann. Die haben es nicht gefickt. Krass ist, dass hier zwei epische Monster sind, Mann. Das ist amazing, Alter. Ganz locker hier, okay? Das Problem ist, ich muss aufpassen, dass er nicht abhaut. Krass ist, dass das Ding immer noch nicht down ist, Mann. Yes! Sie werden es uns nicht leicht machen. Wir ihn auch nicht. Immer Kopftreffen, wenn möglich. What the actually fuck, Alter? Du, das Ding macht so wenig Damage, dass man dabei nicht mal in Deckung gehen muss. Aber wie schnell die Waffe leer ist, ne? Die Feuerrate ist amazing, Alter.
Sperre geschafft. Das hast du gut hinbekommen. Wir reden ja auch immer informieren, ne? Oh, ich hab mich gerade selber einfach aufgeladen. Ja, okay, schauen wir mal, wo die anderen Relikte-Dinger sind hier. Ich hätte gerne mal was Episches, ganz ehrlich. Aber die bekommt man ja erst auf ein ganz gewisses Level, also. Danach mache ich erstmal einen Kampf. Bye bye, Arschloch, okay. Chill ab, Mann. Ganz im Ernst, Mann. Wer denkst du, wird wohl den Kampf zwischen uns gewinnen? Du oder ich? Ich vergesse mal. Die Dinger sind so schwer, dass du nicht mehr damit fliegen kannst. Oder die stören deine Saison und deshalb kannst du nicht fliegen. Eins von beiden. Wieder eins mehr. Ein Relikt eingedämmt. Danke dafür. Nice, nice. Weltereignis. Yes, ich brauche nur noch eins. Okay, wir machen hier einen Cut. Nice, nice. Okay, cut. Das war aber echt geil. Ich muss nur schauen, dass hier keine Feinde sind. Okay.